Willkommen zurück zur Folge 22 von Return to Mysterious Island. Und wir sind noch beim schönen Zahlenrätsel. Wo wir wissen nicht, was rauskommen soll. 6, 2, 6, 1 war das ja gewesen. Probieren wir es nochmal aus. Hier kommen wir dann auf eine 6. 2, 6 und hier eine 1. Da klappt gar nichts. Wenn wir eingeben 1, 8, 6, 0. 6, 0. 6 und 0 da hinten. Passt doch. Müssen wir jetzt doch die Zahl da hinten rauskriegen. Na gut. Dann probieren wir das nochmal. 6 und 0. Die zwei Zahlen wären in der Addition unten rausgekommen. Klingt für mich eigentlich ziemlich logisch. Jetzt hätten wir das wieder richtig. Finde ich nicht cool. 1. Muss man Minus rechnen. Ich mach mal die Zahlen, die so hoch sind. Versuche ich mal Minus. Kann ja sein. 4, 9. Guck an, da passt das. 1 hier nicht. 9 und 9 ist 0. 9 und 9 ist 0. 3 und 3 wäre 1 wahrscheinlich. 3 und 2? Ne, 3 und 3 wäre auch 0, oder? Also 9 und 9 waren 0, da muss 8 und 8 auch 0 sein. Oder nicht? Also hier erstmal eine 7. 5 hätten wir 8 und 6. Hier eine 0. Jetzt passt der Käse wieder nicht. Ich probiere mal gerade rum und hinten die 0. Die passt. 9 und 1. 9. Die 1, 8, 6, 0 muss rauskommen. Ist klar, aber der Wert minus das da oben wahrscheinlich. Das könnte funktionieren. 4 minus 3 ist 1. 9 minus 1 ist 8. 5 minus, nee, 7 minus 1 ist 6. Und 4 minus 4. Ja! Da war er. Genial. So rum, ich mach die ganze Zeit den Schluss. Na gut, jetzt warten wir mal kurz. Die Vibration ab. Das ist ja schon ein geiles Gefühl, muss ich sagen. Muss man mal erlebt haben. Wenn alles. Ja, nee, ist. Der Schlüssel, kann man den nochmal verwenden? Nö. Okay. Lass uns mal reinschauen. Hey! Hey, fangen! Hinter mir ist noch offen, wa? Ah, Gott sei Dank. Ein Käfig. Erschlagenes Ergebnis. Jetzt kommen wir wieder nicht rein. Nicht irgendwas auf dem Boden, was wir nehmen können. Nee. Ah, warte. Ein Schalter. Ich komme da nicht ran. Jep, kannst du das? Komm zurück, Jep. Guck an da. Er könnte zu dem Hebel klettern oder springen, wenn er sich bloß nicht an dem rostigen Metall verletzt. Wie kann ich ihm nur helfen? Warte mal. Hier, wo war denn das? So eine Schwebedüse. Hatten wir ja letztes Mal schon rausgefunden, dass das funktioniert. Lass es jetzt funktionieren. Yay! Hier, nimm die Schwebedüse. Und der Affe weiß, wie eine Schwebedüse funktioniert. Richtig. Wie viel haben wir jetzt? 284. Der Affe weiß, wie eine Schwebedüse funktioniert. Wer kauft es dem nicht ab? Ich. Ich weiß ja nicht mehr, wie es funktioniert. Aber wenn ich jetzt richtig informiert bin, dann ist diese Insel ja so, dass verschiedene Leute auf verschiedenen Zeitaltern angespült wurden. So zumindest aus der Geschichte von Jules Verne. Kann mich gerne irren, dafür lege ich meine Hand nicht ins Feuer.
aber ich glaube, so habe ich es noch in Erinnerung. Das heißt, der Nemo war aus, irgendwie ist später aus der Zukunft und wir sind halt in unserem Zeitalter hergekommen. Was haben wir denn noch hier? Hier ist was. Kann man damit was machen? Kann man umherklettern? Nö. Probier mal durch. Geht nichts. Nichts. Ich erkunde erstmal ein bisschen. Hier hinten. Da kann man doch hinlaufen. Was haben wir hier? Eine Tür. Geht nicht. Haben wir da noch was? Nö. Also da kann man raufgehen wohl. Hier unten ist noch ein Gang. Hier ist die Tür. Ist ja kaputt, wie es aussieht, ne? Eine Tür. Wie kriegen wir die Tür weg? Versuch mal irgendwie was drunter stemmen. Nee. Holzgabel, komm. So eine ganz starke Holzgabel. Geht natürlich nicht. Gewehr vermute ich mal nicht. Kaputt hacken? Nee. Ein kleines Steinchen drunter stellen. Geht nicht. So einen kleinen Stein in den Weg legen. Hier, komm. Ohne Wind heben wir die Tür mit dem Drachen an. Und sieht ja auch nicht ganz gesund aus. Auf dem Grund. Na gut, hier haben wir noch einen. Ach nee, doch. Ich dachte gerade, es wäre ein Seil. Wollte erst versuchen. Eine Hibiskusfaser. Geht nicht. Seil. Geht nicht. Die Kette? Nein. Seehundfett tut vermutlich nichts dran ändern. Powermantel glaube ich nicht. Tuch glaube ich nicht. Es ermöglicht den Robotern zu schweben. Ob das hier was bringt? Eine gute Idee, aber das reicht noch nicht. Oh. Dann, wenn du sagst, reicht noch nicht, machen wir es weiter ran. Hey, cool. Können wir jetzt darüber? Irgendwie? Ah. Guck an. Wie viele Punkte gab es denn jetzt? 284. Hat sich gar nichts geändert. Jetzt haben wir den darüber geschoben, okay. Bringt uns das? Offenbar fehlen einige Teile des Mechanismus. Das ist aber doof. Da unten liegen sie doch. Okay. Lass mal angucken. Da unten liegen sie. Nur was soll da rauskommen? Achso, die kann man drehen. Stehe. 1, 2, 3, 4, 5. Müssen wir zu irgendeinem Muster drehen wahrscheinlich. Ich kann jetzt nur ausprobieren. Ein N. Ich sehe es doch schon hier. Ein N. Das ist aber leicht. N. Wie kann es hier liegen? So rum? Also rechts rum. Ah, verdammt. Das recht. Nee, andersrum geht nicht. Ich muss so versuchen. Ein N. So, so glaube ich. Hier. Tja. Ein schräges. Da noch ein schräges. Mal hier probieren. Ah, könnte passen. Das ist ja schon fast viel zu einfach. Wenn da jedes Rätsel mal so sein könnte. Passt der? Ja. Wunderbar. Und dann hier. Ach, cool. 5 Punkte extra. Und nun? Was wohl da unten ist? Ich würde gerne springen, aber es sieht sehr tief aus. Soll ich's versuchen? Ungern. War da nicht noch ein Weg da unten? Ich kann später probieren zu springen, aber ich kann ja auch erstmal gucken. Sag mal, 289. Weiß ich, habt ihr gesehen, dass da noch ein Weg unten ist? Noch ein Rätsel. Och nö. Was haben wir denn diesmal? Zahlen. Wie mal die Zahl einzugeben? 88. Was? Buchstabe? 6-0? Uff. Mit Buchstaben wieder kombinieren. Das kann ja Hater werden. Ich tippe einfach mal weg hier. Oh, hier, warte mal. 1 und... Nee, 1 oben, I unten. Lass mal sehen. 1 oben, ich mache mir mal 4 für jeden.
1 oben, I unten. Okay. Da war eine 1. Ich vermute mal, was passt denn zur 1? Was haben wir vorhin rausgefunden? N. N gibt's nicht. Tja. N ist nicht. Müssen wir ausprobieren. Dann war oben, unten war ein I. Also hier war ein I, das war grün. Bei I haben wir auch noch nichts rausgefunden. Ich kann nur probieren jetzt erstmal. Bei der 2 hatten wir ein... Nee, Quatsch. Ein I war da unten. Ein I. Wo ist das I? Verdammt, ist noch nicht da. Jetzt wissen wir noch nicht, was dahin kommt. Ich probiere mal eine 8. Passten zu 8. Hatten wir was? Hatten wir noch nicht. Ausprobieren. 0. Zur 0 passt ein C oder H. Ein H. 0 ist oben richtig, okay. Jetzt muss die irgendwie eine Zahl gegeben haben. 0. Okay. Hier 1. Ein N. Gib mal uns ein N. Passt M auch mal ausprobieren. 1, 8. 8 hat man natürlich nicht. Ja, was nehmen wir da? P? Ausprobieren. 1, 8, 6. Für 6 hatten wir nichts. Ein O und eine 0. 0, C und H. H. Die Zahl da oben ist richtig. Verstehe. Ist ja schon fast so eine Allgemeinzahl hier in dem Spiel. 1. Zu 1. Hatten wir ein N. Gibt's nicht. Tippen wir mal ein C. Ach, da haben wir nicht. Ein T probieren. Tja, die 6. Puh. Mal N, 0. Was haben wir noch hier? Mal H. Oh, T und N unten. T? I war doch eigentlich. Vielleicht passen ja hier auch wieder mehrere. 1. T8. I oder T hatten wir. Natürlich wieder nichts bei. I und T. Ich mache mal hier ein O rein. Die 6. Zu 6 doch ein N hatten wir. Und eine 0. Zu 0 passt C und H. H. T, N. Okay, das T ist vorne auch richtig. Dann haben wir jetzt hier ein T. Haben wir nicht. Das können wir ausprobieren. Ein L. 8. Ein I oder T war hier. Das I. Wunderbar. Hier noch ein N. Da und eine 0. Hinten aber noch nichts. Kann doch mal ein N ausprobieren. Oh, geil! Hä? Lin? Was ist Lin? Ah! Ein Roboter. Er wird mich umbringen. Sind Sie das, Kapitän Nemo? Er hält mich für den Kapitän. Das muss ich ausnutzen. Ja, ja. Ich bin es. Ich hoffe, Ihr Ausflug war angenehm, Kapitän. Alter, ich gerade am Schreiben. Sie mir das Passwort aufgeschrieben, Lin. Und dann plötzlich ist ein Roboter. Ich hätte gar nicht reagieren können und schießen. Okay. Ist natürlich, mal was Neues. Kurz Blatt weggelegt. Kann sein, vielleicht brauchen wir es ja nicht mehr. Und wenn doch, ist ja angreifreich, Alter. Gehen wir mal drin. Ja, dann erzähl mal. Ich freue mich, Sie wiederzusehen, Kapitän. Sie waren mehr als 50 Jahre fort. Der Zustand Ihres Schiffes hat in dieser Zeit ein wenig gelitten. 50 Jahre? Glaubst du, dass es seetüchtig ist? Nein, Kapitän. Denn erstens ist durch einen Erdstoß der Zugang zur Höhle, in der wir festgemacht haben, zum Teil blockiert. Zweitens sind die Steuerkabel durchgerostet. Und drittens wird die gesamte verfügbare Energie dazu verwendet, den Schild, der Ihre Insel schützt, in Betrieb zu halten. Ich möchte, dass du den Schild deaktivierst. Bei allem Respekt, dieser Befehl widerspricht Ihren früheren Befehlen. Ich kann nur gehorchen, wenn Sie beweisen, dass Sie der Kapitän sind. Wie denn? Meine Identifikationssensoren sind beschädigt. Daher mache ich
was Sie für diesen Fall vorgegeben haben und stelle Ihnen einige Fragen. Beantworten Sie sie richtig, beweist das, dass Sie Kapitän Nemo sind. Gut, jetzt könnten wir die Antworten wohl befragen. Jetzt könnten wir fragen, was passiert, wenn ich falsch antworte. Und keine Zeit, wir machen später. Wie Sie wünschen, Kapitän. Aber ich kann Ihnen nur gehorchen, wenn Sie den Test bestehen. Okay. Ja, dann machen wir ja, wie gesagt, gleich weiter. Aber... Jetzt hätten wir hier nach runterspringen können, ne? Ja, da oben ist das Loch. Da wären wir wahrscheinlich dem Rätsel aus dem Weg gegangen. Aber egal, ich habe ja deswegen, wollte ich das Rätsel noch nicht machen, weil die Folge quasi zu Ende ist und wir sehen uns dann gleich in der nächsten Folge wieder. Also, auf Wiedersehen. Mein Name ist Nina und ich bin Soloseglerin. Ich bin im Südpazifik in schwere Winde gekommen und von einer Welle über Bord gespült worden. Ich habe mich durch die pechschwarze Nacht gekämpft, bis die Wellen mich hier angespült haben.